So, Leute, ich möchte mich nochmal für ein paar Dinge entschuldigen, die im letzten paar mir doch sehr sauer aufgestoßen sind. Mir selbst, nein, es war nicht so meine Redensart über dieses wundertolle Spiel. Es war dieser Mauszeiger, der die ganze Zeit im Weg war. Die Hälfte, mehr als die Hälfte sogar, seit der Pause war die ganze Zeit ein Mauszeiger. Ich schwöre euch, sowas bemerkt man überhaupt nicht. Auf sowas achtet man einfach nicht, aber ich habe auch keinen Bock, das jetzt wegzumachen. Also lebt mit dem Mauszeiger der Wahrheit und, ja. Aber es geht vor allem darum, ich hab's schon ganz vergessen. Ach, scheiß drauf, hab ich's halt vergessen. Das ist mir gerade auch egal. Es ist jedenfalls, ach, der Elefantenfriedhof ist auf jeden Fall. Okay, ich hätte schon wieder fast einen Fehler gebaut durch zu viel Labern. Oh Gott. Ja, sei erschöpft, bitte sei erschöpft. Oh Gott, ich muss aufpassen. Ich muss wirklich aufpassen. Oh, du. Warum kann er mich nicht einfach angreifen? Ja, das passiert schnell. Ich dachte mir, ich mache vielleicht die Parts ein bisschen kürzer diesmal, weil die Scheiße muss echt. Das dauert ewig, bis das gespeichert ist. Ich verstehe übrigens nicht, warum die ersten Hyänen nicht mehr da sind, aber die Hyäne halt da schon. Oh Mist, jetzt kann ich nicht mehr nach oben und den Käfer da holen. Ach, ist doch auch scheißegal. Und die Fackel. Was? Wo habe ich mich verletzt? An der Fackel oder wie? Oh, das ist sowas von. Das ist echt so ein Spiel, wo man wirklich gucken muss. Ach so gut. Ah, boah, das ist doch. Ja, der kann mich mal. Der kann mich mal sowas von. Naja, sicherlich nicht. Ich find's komisch, dass diese Sandmann-Passagen viel besser gehen. Ups, am Rand. Ja, okay, ich darf nicht runter. Ich wollte nur gucken, ob ich vielleicht ja, nach unten kann oder nicht. Das weiß man ja hier nicht. Und, oh, ne, komm, hör auf. Ich, da! Müsste ich nicht so husten, will ich jetzt übelst rumfluchen. Ich hab genug Leben, keine Sorge, Leute, keine Sorge. Ah, Gott. So, ich berühre nicht die Fackel, weil ich glaube, das tut mir weh. Es ist doch eine, nein, es ist ein Käfer. Ach, das ist ein schwarzer, böser Käfer, der einen wehtut. Ich hab's verstanden. Ich dachte, das wäre eine Fackel. Ich habe das Schwarze gar nicht gesehen. Ihr müsst verstehen, ich sitze mal ein bisschen weiter vom PC weg. Oh nein, ey. Ja, greif mich doch an! Oh, er ist erschöpft, ja. Er ist dann glücklich, wenn du tot bist. War das jetzt ein bisschen gemein? Nein. Ich find's eh voll schwachsinnig, dass. Ja, ich meine, ich find schon die Art, wie man sie besiegt, schwachsinnig. Man springt auf sie drauf. Wie ein Hase zum Häschen. Ach. So, und jetzt muss ich gucken, wie ich hier klarkomme. So, hier bricht ja alles zusammen und der, der Geier, der regt so auf. Ich versuche ihn zu treffen, weil ich brauche Ruhe. Wisst ihr, der scheucht mich durchs Level. Ja, Mann. Noch einmal. Jeps, das war es erst zum Hähnchen und das bricht ab, oder? Das. Woher soll ich wissen, wann was abbricht? Gott, ich weiß, dass die Spitze hier abbricht, aber geht's dann weiter? Ich muss ja gucken, ob ich jetzt da rüberspringen kann oder nicht. Ja, das ist echt. Ja, mal und nochmal. Man muss hier viel Geduld haben. Ich weiß nicht, wie lange das Level geht. Aber wenn das erste Level schon so kurz ging, dann wird das doch auch kurz gehen, oder? Nein. Ey, der hat ja richtig. Ich weiß nicht, manchmal kommt er genau von der Seite, wo ich ihn gar nicht treffen kann. Und darüber. Oh, da hochzukommen wird jetzt ein bisschen. Ja. Nicht ganz so einfach. Ey, das ist nicht zu fassen. Das Ding ist, man muss sich an diesem weißen Knöchel da festhalten. So weit springt doch Simba gar nicht. Ich bin froh, dass hier jetzt nicht gerade ein Abgrund ist. Dann würde ich echt kotzen. Hä? Das ist nicht zu schaffen, Leute. Das ist nicht zu. Komm, das ist immer dieses pingelige Pixel-Movement. Das weiß ich. Das hasse ich, wenn man sowas in Spielen falsch macht. Dann kann man sich doch nur aufregen. Ey. Ey, wenn das jetzt gleich nicht klappt, dann überspringe ich die Stelle. Weil ich habe keinen Bock drauf. Ich wette, das ist ein Geheimnis oder so. Oder irgendwie sowas. Ne, das geht nicht, Leute. Das geht nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, aber. Probieren wir was anderes? Ah, ne, es wird alles nicht funktionieren. Boah, das Problem ist, ich bin bei sowas wirklich. Bei sowas ärgere ich mich, wenn ich sowas verpasse.
Ey, komm, einmal, einmal! Ich kann nicht aufhören. Spult bitte vor, Leute, ihr könnt das nicht mit ansehen. Okay, ich lasse das jetzt, das ist schwachsinnig. Oh, er läuft nur, das ist, und jetzt läuft er nicht mehr. So eine Überraschung aber auch. Noch eine Überraschung ist, wie geht's weiter? Rolle? Ach, man muss da durchrollen, um das kaputt zu machen. Jetzt verstehe ich das. Ey, das kann man einem auch mal erklären. Vielleicht steht's ja in der Anleitung, ich weiß nicht. Ja, nervig. Ja, ich habe ja genug Leben noch. Stell mir immer vor, als wäre ich in Kid Icarus. Oh Mann, wie dynamisch geht das hier vonstatten. Oh, und Wandsprünge. Gott, wie er greift. Und ich finde die Animation echt putzig und so. Man hat ja nicht genug Zeit, die zu bewundern. Oh, wow. Boah, Checkpoint, den brauche ich jetzt dringend. Ey, der ist doch so mies versteckt. Nee, nicht weiter. Auch wenn ich einige Bonis verpasse. Das sind so Stellen, wo man... mach hinne, mach hinne! Okay. Aber... Ey, das ist dumm, das ist dumm! Ey, was haben sich die Entwickler bei so einem Scheiß denn gedacht, ey? Die können nicht links und rechts ohrfeigen, das ist doof. Kein Wunder, warum das nie ein kommerzieller Erfolg werden konnte. Oh, jetzt geht, wenn ich so rüber renne. Och, die steigen auch noch. Die steigen auch noch. Ey, das ist zu viel auf Zufall basiert. The King has returned. The King has returned. Oh, the King, the Prince. Ich, ja, ich wäre doof, wenn ich euch nicht sehen würde. Oh, das ist gar nicht mal so schwer wie der eine, der da... sag ich lieber nicht. Ja, ja, komm. Ja, Mann, endlich. Ja, weiter geht's. Ich schnapp mir den Käfer, der füllt Leben auf. Das gefällt mir doch, obwohl derselbige Käfer hier unten auch Leben aufgefüllt hätte. Von daher verstehe ich den Sinn auch gerade irgendwie nicht wirklich ganz. Aber ich verstehe das Level jetzt, also sollte einiges klarer sein. Glaube ich zumindest. Oh, ein bisschen Eile, wenn er ein... Ich hoffe nur den Knöchel zu treffen, weil das ist alles so eine Sache. Oh ja. Komm. Boing. Manchmal vermisse ich diese so ruhige Lufia. Wow. Okay. Jetzt muss ich doppelt so viel Anlauf nehmen. Erstmal das hier öffnen. Oh. Stellt euch vor, man käme da nicht mehr rüber, wenn man hier nicht... wenn man das abbricht, da, das wäre die größte Asche. Vielleicht muss ich auch den Rahmen als Sprungbrett benutzen, weil das Spiel so total übertrieben ist. Ja, toll. Ich müsste schon lange nicht mehr brüllen im Spiel. Ich will jetzt darüber. Ich will das jetzt. Ich kann echt nicht aufhören. Ah, nee, das ist... Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich das alles versuche. Wie knapp ich das versuche, aber es geht nicht. Dumm einfach nur. Ey. So. Dann wären wir doch schon fast da, wo ich sonst war. Ich wollte die Parts kürzer machen. Hm. Ja, ich will aber auch was erreichen. Eine Spinne, die macht mich bestimmt gleich sofort tot. Haha. Ja, glaube ich nicht. Ich wäre hier in den sicheren Weg gekommen, aber das geht ja leider nicht. Hä? Ach so, ja doch. Ich dachte schon, das kam da mit dem Dampf oder so. Zum Checkpoint. Bitte schnell. Da kommt jetzt ein Rabe. Nein!